Friederike Mayröcker. Ein überaus schönes und blaues Manöver. Lilien auf die Brust gemalt für Thomas Klink. In den Haaren die Lindenbaumfächer, nordafrikanische Knötchen, Funken im Wind, springen zu Boden geschüttelt vom zauberischen Schopf oder Duft oder Hölderlins Jugendlocke. Oder es steigt ein Hündchen schwammig ins herbeigerufene Taxi. Oder es stehen weiße Tennisschuhe zum Trocknen in der Sonne am offenen Fenster. Oder man liegt ausgestreckt mit wächsernen Ohren auf einer Bank im Halbschatten des Baumes, welcher die Herzschläge zählt. Einer heiligen Katharina von Siena, mit dem Lilienstab vor den halb geöffneten Augen.